Strachemeidli Mirabel. Wenn man vor langer, langer Zeit im Winter durch tiefe Chilibaumwälder gewandert ist, ganz leislich, hat man unter einem verschneiten Waldboden so gespässige Geräusche gehört. Eben so. Das sind Feuerdrachen gsi. Tief unter den Wurzeln von den alten, mächtigen Chilibäumen sind ihre Höhlen gelegen. Und dort haben sie einen langen Winterschlaf gehalten. In jeder Höhle ist ein Ofen gestanden. Und wenn es den Feuerdrachen kalt worden ist, sind sie aufgestanden, haben grosse Feuerflammen in den Ofen gespeuzt, bis er glüht hat, und haben sich dann wieder gemütlich aufs Ohr gelegt. Erst im Frühling, wenn die Sonne warm auf den Waldboden geschonen hat, sind die grossen Tiere aufgewacht, haben sich gestreckt und gähnt. Einen nach dem anderen sind sie mit Getöse aus ihren Höhlen gekrabbelt, dass der Waldboden nur so zittert hat. Ganz blendet haben sie die Sonne aufgeblinzelt und sind dann mit mächtigen Flügelschlägen in Baumkronen aufgeflogen. Jede Drachenfamilie hat ihren eigenen Baum gehabt und ganz oben in der Krone war das Sommerhaus gebaut. Natürlich mussten die Baumhäuser zuerst einmal geputzt werden nach dem langen Winter. Die Feuerdrachen haben mit ihren langen Schwänzen die welken Blätter rausgewischt und dazu im Takt ihres Lieblingslied gesungen. Oh, du lieber Chilibaum, 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 oh, du lieber Chilibaum, du machst mir heiß. Oh, du liebe Chili-Frucht, Chili-Frucht, Chili-Frucht. Oh, du liebe Chili-Frucht, wenn ich dich beiß. Auch Mirabel, ein kleines Feuerdrachenmeidli, ist aus der Winterhöhle rausgekrabbelt, hat sich die Augen gerieben und zum Baumhaus aufgeblinzelt. Dort ist schon die grosse Drachenmami gekocht und hat gerufen. Mirabel, komm auf! Ich habe frische Chili für dich zum Aufwärmen. Mirabel ist in den Wipfel hochgeflogen und hat laut gähnt. Mami, habe ich lang geschlafen? Ja, schmunzelt die Drachenmutter, einen ganzen Winter lang. Und sie hat Mirabelle Pranken voller Chili angelegt. Bis alle Baumhäuser sauber waren, war es oben. Die Drachen waren von dem vielen Schaffen ganz müde und schnell eingefusset. Am nächsten Morgen ist eine ganze Schar kleine Drachenkinder aufgeregt und das Baumhaus von der Mirabelle herumgeflattert. Mirabel,
Mirabelle! Mirabelle! Wach auf! Wir müssen in die Schule fliegen, bevor die Sonne aufgeht. Komm schnell! Stand auf, du Langschläferi! Mit einem Satz ist Mirabelle auf allen vier Beinen gestanden. Oh, heute ist ja mein erster Schultag. Mami, ich muss in die Schule fliegen, hat Mirabelle gerufen. Der Mami einen dicken Schmutz gegeben. Und ist mit den Drachenkindern davon geflogen. Sind sie an einen grossen, verlöschten Vulkanberg gekommen. Der Krater war mit klarem, eiskaltem Wasser gefüllt. Das war die Schule der Drachenkinder. Am Kraterrand ist der Lehrer auf einem Felsen gesessen. Er war ein freundlicher, alter Feuerdrache. «Guten Morgen, Kinder», hat er gesagt. «Schön, dass ihr schon alle da seid. Da können wir jetzt gerade mal schauen, wie das Feuerspeuzen geht. Also, zuerst tief einschnaufen. Dann die Oberlippe hinterher ziehen, die Zunge ganz fest hinterher ruckele, ho, nochmal tief einschnaufen und dann tief aus dem Bauch das Feuer aus dem Brodelo. Grosse, mächtige Feuerflamme ist übers Wasser prasselt und mitten im See verlöscht. Drachenschüler sind alle drumherum auf den Felsen gehöckelt und haben eifrig angefangen zu üben. Zuerst Oberlippe aufziehen, Zunge einrollen, einschnaufen. Und dann tief aus dem Bauch raus. Das war ein Fauchen und Zischen. Viele kleine, gelbe, blaue, grüne, rote und violette Flämmchen sind übers Wasser züngelt. Auch Mirabelle hat gebrustet und gefaucht. Aber es ist nur ganz gewöhnliche, warme Luft rausgekommen. Gerade hat sie es noch mal probiert. Oberlippe aufziehen, Zunge hinterher ruckeln, tief schnaufen. Vor lauter Anstrengung hat sich Mirabelle so verschluckt, dass sie gerade einen Hustenanfall bekommen hat. Der Drachenlehrer hat ihn auf den Rücken geklopft. «Das ist nicht schlimm. Mach dir nichts draus. Kannst es morgen noch mal probieren, gell? Heute langt's für die Kleinen. Ihr könnt jetzt heimfliegen. Die Grossen bleiben noch da und üben Blitzspeuzen und Donnertrommeln.» Geschwind sind die kleinen Drachen bis zum nächsten grossen Baum geflogen. Sie wollten unbedingt zuschauen, wie es Blitzspeuzen geht. Viele kleine Blitz sind über den See gezuckelt. Und dazu haben die grossen Schüler mit ihren Schwänzen den Donner auf ihre Trommeln geschlagen. Das ist ja schon ein richtiges Gewitter, hat der kleine Drache begeistert gerufen. Das nächste Jahr kommen wir das auch. Juhui! Da hat Mirabelle auf einmal angefangen zu jümmern.
Ich habe es nächstes Jahr vielleicht auch noch nicht. Und bevor die anderen Drachenkinder begriffen haben, was sie meint, ist Mirabelle schon weg. Schnurstracks ins Baumhaus zu der Drachenmutter ist sie geflogen. Traurig hat sie sich im hintersten Winkel verkrochen. Die Drachenmutter hat sie in ihre grossen Arme genommen. Aber, Mirabelle, warum bist du denn so traurig? Kein einziges Flämmli habe ich nicht beutzen. Es ist kein bisschen Feuer aus meinem Bauch rausgekommen. Morgen ist doch auch noch ein Tag, Kind, hat die Drachenmutter tröstet. Tu dich ein bisschen ausruhen. Lass die Sonne auf dein Büchlein scheinen und mach dir keine Sorgen. Morgen klappt's, wirst es sehen. Aber auch am nächsten Tag ist es der Mirabelle nicht besser gegangen. Alle anderen Drachenschüler haben Flammen ins kalte Wasser gespritzt. Nur bei der Mirabelle hat sich nicht das kleinste Fünkli gezeigt. Tag für Tag ist sie mit ihren Freunden in die Schule geflogen und ist jeden Abend enttäuscht ins Baumhaus zurückgekommen. Es hätte und hätte nicht wollen klappen mit dem Feuerspreuzen. An einem schönen Tag hat der Drachenlehrer gesagt: Mirabelle, heute wollen wir einmal zusammen etwas ausprobieren, gell? Du bleibst jetzt noch bei mir. Alle anderen können heimfliegen. Ich will doch jetzt mal schauen, ob wir den Bauch nicht ein bisschen aufheizen können. Die Freunde von der Mirabelle sind aber nicht weiter weggeflogen. Sie haben sich versteckt und wunderfitzig hinter den Felsen für ihn gehüchselt. Der Altdrache hat der Mirabelle freundlich zugenickt. So, jetzt tust du zuerst eine Spirale fliegen, ganz gerade in den Himmel rauf, bis es dir ein bisschen schwindlig wird. Und dann, so geschwind wie du kannst, senkrecht wieder runter, gell? Mirabelle ist losgeflogen. Sie hat sich ein kleines Kreischen immer höher raufgeschraubt. Ist im Sturzflug abgesuset und vor ihrem Lehrer gelandet. Ganz gut. Und jetzt hängst du dich mit deinen Füßen zu der Ropsi an den grossen Baum dort und lass den Kopf so lang abbambeln, bis dir die Ohren anfangen zu rauschen. Mirabelle ist am Baum gegangen, bis ihre Ohren geruscht haben. So, und jetzt kannst du noch alle die scharfen Chili hier aufessen. Und dann legst du dich an die Sonne und wärmst den Bauch. Eifrig hat Mirabelle angefangen, mampfen und schmatzen, bis der ganz Korb leer war. Dann hat sie sich mit ihrem prallen Büchli in die Sonne gelegt. Nach einer Stunde ist sie zum Lehrer geflogen und hat ihn erwartungsvoll angeschaut. Prima, ganz gut, Mirabelle. Und jetzt wollen wir zusammen eine grosse Feuerflamme mit den Sehnen speuzen. Oberlippe zurückziehen, Kunge. Hängele, rügele, schnufe, eins, zwei, drei. Eine grosse, lange Feuerflamme ist aus einem dicken Bauch vom alten Drachen rausgezischt. Und bei der Mirabelle?
Bei der Mirabelle ist Luft gekommen. Nur warme Luft. Sie hat sich geschämt. Traurig hat das Drachenmeidl auf seine Füße abgeschaut. Tränen sind auf den Boden getropft. Es hat ein Wispern hinter den Felsen für ihn gehört. Warum kann sie sich nicht fürspeuzen wie mir? Ist sie vielleicht gar kein Feuerdrache? Vielleicht ist sie gar kein Feuerdrache. Mirabelle hat gerügt. Auch der Lehrer war traurig. Er hat seine grosse Tatze auf ihr Köpfchen gelegt und nicht mehr weiter gewusst. Ich fliege heim. Danke. Mirabelle hat sich umgedreht und ist in die Luft gestiegen. Wo sie aber über den grossen Drachenwald geflogen ist, hat sie unter sich einen glitzerigen Bach gesehen. Geschwind ist sie im Wasser gelandet, ist eingetaucht, kreuz und quer hin und her geschwommen, hat brustet und geschnaubt, das Wasser nur so gespritzt hat. Dann hat sie mit ihrem Schwanzspitz eine lustige Wassermusik auf dem Wasser trommelt. Sie hat alle Kummer vergessen, sich auf einen glatten Felsen gelegt und ist eingepfuset. Mirabelle hat noch gar nicht lange geschnachelt, da ist ein kleiner, frecher Wind um ihre Schnauze gesäuselt. Mit einem Schlag ist sie hellwach gewesen. Der kleine Wind hat schon mächtig angefangen zu brausen und hat an ihren Flügeln gezerrt. Hat Mirabelle gerufen. Rutsch, Blitz und Trommeldonder, ich komme! Der Sturmwind hat eine mächtige, dunkle Wolkenbank über dem Feuerdrachenland zusammengetrieben. Viele grosse und kleine Feuerdrachen sind schon zum Drachenfest auf den Gewitterwolken versammelt gewesen. Mirabelle, komm! Ich spalte dir einen Superblitz! Hat der Drachenvater gerufen und mit seiner Schwanzspitze einen Donner trommelt. Mirabelle ist zu ihrem Vater geflogen und hat gespannt gewartet. Ein langer Blitz ist aus einem grossen Drachenmaul rausgeschossen und hui! Ab ist die Fahrt gegangen. Kinder sind auf den Blitz von ihren Müttern und Vätern wie auf Rutschbahnen durch die Bergschwarzwolken auf die Erde abgesausen. Und so schnell wie sie können, sind sie wieder raufgeflogen, dass sie auch keinen Blitz verpassen. Wieder hat der Vater von der Mirabelle gerufen. Mirabelle! Jetzt kommt der Megablitz! Pass auf! Es geht los! Losgegangen ist. Der Blitz ist im Zickzack durch die dichten, dunklen Wolken gerasen. Wie in einer Geisterbahn hat Mirabelle Wolkenfetzen gesehen und flüchten. Weiter und weiter ist der Blitz übers Drachenland gejagt, wie wenn er nicht genau wüsste, wo nachher er will. Da, ein ohrenbetäubender Knall. Der Blitz hat eingeschlagen. Mirabelle ist hart auf dem Waldboden gelandet. Verschrocken und ganz durch hat sie um sich geschaut. Oje, oje, der Baum brennt ja. Das ist doch der Wohnbaum von meinem Lehrer.
Verzweifelt hätte Mirabelle müssen sehen, wie grosse Feuerflammen aus dem Baum rausgeprasselt sind. Ohne lang zu überlegen, hat sie ihr kleines Drachenmühle weit aufgesperrt, hat tief geschnuffet und geschluckt. Eine grosse Flamme war weg. Mirabelle hat gestaunet. Sie hat fast nicht glauben. Sie ist noch näher als Feuer geflogen, hat wieder tief geschnuffet, geschluckt. Und tatsächlich, die nächste Flamme war auch weg. Hurtig ist das Drachenmädchen von einer Flamme zu der anderen geflogen, hat sie eingesaugt und verschluckt. Der Baum war gerettet. Zwar ein bisschen angeholt, aber am Baumhaus ist nichts passiert. Von weitem hat Mirabelle ihren Namen gehört rufen. Mirabelle! Mirabelle! Ganz außer Atem ist der alte Lehrer ans Fliegen gekommen. Mirabelle! Mirabelle! Du kannst ja für schlucken. Wie hast du denn das angefertigt? In meinem ganzen langen Leben habe ich so etwas noch nie gesehen. Seit Drachengedenken hat noch nie ein Feuerdrache für schlucken können. Kannst du uns zeigen, wie das geht? Mirabelle hat vor lauter Freude kein Wort herausgebracht. Nur so ein kleines Grunzen. Und dazu hat sie heftig mit dem Kopf genickt. Der nächste Tag war ein Festtag im Drachenland. Und gefeiert worden ist die Mirabelle. Die Drachen haben sich in der Drachenschule versammelt. Ein Feuerdrache und der andere hat Flammen über den See gespeuzt. Und bevor sie im Wasser verlöschen konnten, hat es Mirabelle eingesaugt und verschluckt. Alle anderen haben versucht, das nachzumachen. Es ist gespeuzt und geschluckt und zischt und geschmatzt worden, dass es eine Drachenfreude war. Mirabelle hat den Lehrer vorsichtig am Flügel gezupft. Mein Bauch ist so fest heiß geworden von den vielen Flammen, hat sie ganz erschöpft geflüstert. Hohoho, da habe ich aber eine Idee, flüsterte der Drachenlehrer zurück. Oberlippen auf die Tür, Zunge einrugeln, Tüfli schnaufen und... Aus dem Mirabelle, ihrem kleinen Drachenmull, ist eine meisterhafte Feuerflamme rausgeschossen und im See verlöscht. Der Jubel war gross und Mirabelle hat gestrahlt. Jetzt bin ich auch ein richtiger Feuerdrache. Ein Feuerspeuz und ein Feuerschluckdrache. Yo,